Ich hab euch versprochen, es wird episch und ja, ich halte mich daran. Heute hau ich was raus. Super Smash Bros. Brawl. Für mich eines der tollsten, besten, genialsten Spiele, die auf der Wii erschienen sind. Das Spiel mit Mario, Wario, Lucario. Mario, Wario, Lucario, Mario, Wario, Lucario. Und für mich immer noch mein absolut liebstes Smash Bros. Vielleicht ist das Prinzip mittlerweile erweitert worden. Vielleicht ist vieles mittlerweile schöner, besser, umfangreicher. Aber Super Smash Bros. Brawl ist für mich vor allem eines. Eine Liebeserklärung von Nintendo an vergangene Zeiten. Dieses Spiel ist für mich der Retro-Titel schlechthin. Es war ja damals schon so auf der Wii, dass die Virtual Console rauskam, dass wir viele, viele Retro-Spiele nochmal neu erleben durften auf der Wii. Und Brawl hat in meinen Augen daran nahtlos angeknüpft. Brawl war für mich einfach die größte, tollste Nintendo-Werbung, die du überhaupt machen konntest. Die einzelnen Charaktere wurden wieder so toll in Szene gesetzt in den einzelnen Stages. Es sind ja nicht nur die altbekannten Kämpfe, die wirklich toll sind, sondern einfach alles drumherum. Du konntest Trophäen sammeln, wo du alle möglichen Items hattest, die in irgendeinem Spiel im Jahre 1981 irgendwann mal in irgendeinem Spiel aufgetaucht sind. Und solche Dinge, die du dir dann anschauen konntest. Du konntest dir die verschiedenen Chroniken zu den Charakteren durchlesen, das konntest du in den anderen Smash Bros. Teilen auch schon. Aber ich glaube, noch nie war es einfach so greifbar, was die Nintendo-Charaktere in ihrer Laufbahn bisher durchmachen mussten. Wie in Super Smash Bros. Brawl. Das muss ich wirklich sagen. Und das hat mir wahnsinnig imponiert. Ansonsten das Kampfsystem, ja, wie immer, also mit jedem Smash Bros. Kamen ja neue Charaktere hinzu. Die Kämpferriege wurde wieder deutlich erweitert. Und wir bekamen zum ersten Mal zwei neue Kämpfer, die bis dato noch gar nichts mit Nintendo-Konsolen zu tun hatten. Oder zumindest noch nicht so viel. Nämlich Sonic und Solid Snake aus Metal Gear. War eine tolle Geschichte, vor allem weil Solid Snake auch mit einem wundervollen Easter Egg daherkam, was ich nie vergessen werde. Was eine super tolle Idee war und auch wieder mal eine Liebeserklärung an Metal Gear Solid, oder? Ansonsten natürlich mal wieder das altbekannte Prinzip, ja, wir kämpfen gegeneinander. Entweder im Freeze-Dock, keine Items, Final Destination, beide Kämpfer nehmen Fox, wie wir es aus Super Smash Bros. Melee gewohnt waren. Ihr konntet alles Mögliche auswählen, ihr konntet 99 Stocks auswählen oder die Zeit oder nach eigenen Regeln. Ihr konntet mit den Items kämpfen. Zum ersten Mal gab es Helfer-Trophäen, die euch unterstützen konnten. Besonders fies fand ich immer noch diesen Nintendog, der dann einfach so euren Bildschirm abgeleckt hat. Das war das war einfach großartig. Ja, hier wurden die Helfer-Trophäen eingeführt. Und was wir auch bekamen, war der Smash Ball. Wenn euch die ganzen Items noch nicht gereicht haben, diesmal kam der Smash Ball. Eure Charaktere konnten einen sogenannten Ultra Smash ausführen, der teilweise ziemlich OP war. Also teilweise, also hier Landmaster, das war schon so eine Geschichte, wo ich sag, hart an der Grenze, wenn man ihn denn einzusetzen wusste. Wer es natürlich ernst gemeint hat, der hat auf Items und Smash-Bälle und was weiß ich was verzichtet und hat einfach seinen Charakter, seinen Main gemeistert, wo es nur ging und hat sich dann zum ersten Mal in Online-Kämpfe gewagt und der Online-Modus war eigentlich ein ziemlicher Schwachpunkt im Spiel. Der war nicht sonderlich gut und insgesamt bot er jetzt auch nicht sonst wie viele Optionen, Möglichkeiten, wie auch immer. Der war noch nicht sonderlich ausgereift, aber trotzdem schön, dass es ihn gab. Und ich könnte jetzt noch so viel mehr aufzählen. Es gab ja noch so viele Modi, es gab Missionen wieder wie in Melee, es gab auch noch andere kleine Sachen. Also ihr konntet auch wieder auf den Sandsack einprügeln und ihn möglichst weit weghauen. Ein Minispiel, mit dem ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe. Es gab noch diverse andere Minispiele. Ihr durftet wieder Zielscheiben zerstören. Oder ihr durftet gegen 100 Kämpfer antreten. Leider nicht dem kämpfenden Polygon-Team. Das habe ich sehr schade gefunden. Und natürlich, und da sind wir wieder beim Thema Nostalgie. Nintendo liebt seine Charaktere und zeigt das endlich auch. Das waren die Meisterstücke. Ihr durftet mal kurz in vergangene Abenteuer reinspielen. Aber wenn ich kurz sage, dann meine ich auch kurz. Ich meine natürlich, war doch geil, endlich mal Star Fox 64 zu zocken auf der Wii, oder? Komm, spielen wir doch direkt mal rein. Oh, schon vorbei? Na gut, dann probieren wir es eben mit The Legend of Zelda Ocarina of... Oh, okay.
Und wenn wir das dann alles durch haben, wir haben online gezockt, wir haben im Multiplayer gezockt, wir haben uns die Meisterstücke angeschaut und alles genossen, was es bisher in diesem Spiel gab, dann wurde es endlich Zeit, das Ultimative anzugehen. Den Subraum-Emissär. Ja, den Story-Mode. Gut, viel Story wurde nicht erzählt, die Charaktere kamen etwas wortkarg daher, aber sie wurden super in Szene gesetzt. Ich fand es toll, wie die einzelnen Charaktere untereinander agiert haben, auch wenn sie nichts gesagt haben. Wie gesagt, es hätte wahrscheinlich auch so ein bisschen den Zauber zerstört, sag ich mal, von einigen Charakteren, also hast du sie natürlich nicht sprechen lassen. Das war gut so, die waren humorvoll, die Cutscenes, teilweise kamen sie sehr, sehr episch daher, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und die Stages an sich, ja. Es war schon cool, natürlich hattest du auch wieder da die entsprechenden Themen. Mit Diddy Kong bist du zum Beispiel durch den Dschungel gelaufen. Altbekannte Gegner sind dir auf dem Weg wieder entgegengekommen. Alle möglichen Koopas oder Hammerbrüder oder hast du dich gesehen. Und natürlich auch aus anderen Spielen Gegner, die man schon kannte. Haben nicht immer zum Setting gepasst, manchmal war es ziemlich bunt gemischt. Aber das war ja auch okay. Das waren ja die, wie gesagt, die Team-Ups teilweise auch, wenn wir da mit Fox und Diddy unterwegs sind. Und wenn du dich dann mal durch so eine Stage durchgeprügelt hast, das Platforming war ja mitunter nicht so die allergrößte Stärke von Brawl, aber es ging ja trotzdem irgendwie. Wenn du dich durchgekämpft hast, hast vielleicht auf dem Weg noch den ein oder anderen neuen Charakter freigeschaltet, dann kamen ja auch noch die Bosskämpfe. Und auch da waren es in den meisten Fällen dann Altbekannte, wie zum Beispiel Ridley. Oder mal ganz ehrlich, wer hatte nicht schon immer mal Lust, Rayquaza aus Pokémon mit einem Baseballschläger zu verprügeln? Hier hattet ihr endlich die Gelegenheit dazu. Und wenn wir dann damit durch waren, der große Endkampf gegen Tabu. Aber mehr erzähle ich nicht über ihn, das ist Tabu. Und am Ende des Tages zählte dann doch wieder der Multiplayer. Gegeneinander zocken, unter gleichen Voraussetzungen nach Möglichkeit. Das bedeutete nicht Meta Knight nehmen. Er war damals aus diversen Turnieren ja sogar gebannt worden, weil du hast den Typen einfach nicht von der Plattform gekriegt, sind wir mal ehrlich. Meta Knight war einfach komplett overpowered. Das Balancing also nicht die ganz große Stärke von Brawl, aber ich verbinde so unglaublich viele Erinnerungen mit diesem Spiel, dass ein Wii Shorts gar nicht ausreichen würde, um das alles zu erfassen. Ich hoffe, es ist in etwa rübergekommen, was ich mit diesem Spiel verbinde. Es ist wirklich ein toller Titel, ich lege ihn jedem von euch ans Herz. Mir hat nie wieder der Story-Mode so gut gefallen wie in Super Smash Bros. Brawl und einfach diese Liebe, dieses Zurückblicken auf vergangene Abenteuer und Geschichten der Charaktere. Das habe ich nie wieder so stark gefühlt wie im Brawl tatsächlich. In meinem Herzen ist Brawl immer noch die unangefochtene Nummer 1 unter den Smash Bros. Spielen.